Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster zu einer weiteren Folge im Rahmen der Jubiläumswoche und im Rahmen des Skylab-Programms. Ja, heute geht's weiter mit Skylab 3 und vorab nochmal die kleine Information wegen der Missionsabzeichen. Aufgrund einer falschen Kommunikation zur der Nummerierung stimmen offizielle Bezeichnung nicht mit dem Abzeichen überein. Das nochmal zu Beginn. Ja, und ich würde sagen, wir legen direkt los mit Fakt Nummer 1. Skylab 3 war die zweite bemannte Mission zur amerikanischen Raumstation Skylab und erfolgte knapp 40 Tage nach der Wasserung von Skylab 2. Fakt Nummer 2. Kommandant der Mission war Alan Bean, der zusammen mit Pete Conrad, Kommandant von Skylab 2, auf Apollo 12 als vierter Mensch den Mond betrat. Mit ihm flogen die Weltraumneulinge Owen Garriott als Wissenschaftspilot und Jack Loosmer als Pilot. Fakt Nummer 3. Die Ersatzmannschaft bestand aus Vance Brandt, William Lenoir und Don Lind. Fakt Nummer 4. Der Start erfolgte am 28. Juli 1973 gegen 11 Uhr vormittags von Startrampe 39B im Kennedy Space Center. Die Triggerrakete war wieder eine Saturn 1B. Fakt Nummer 5. Als Raumschiff diente wieder ein umgebautes Apollo-Raumschiff mit der Seriennummer CSM-117. Fakt Nummer 6. Da auch Skylab 3 weitere Reparaturen an der Station vornehmen sollte, wurde die Mission um mehrere Tage vorgezogen. Wenn du die ersten zwei Teile zu Skylab verpasst hast, verlinke ich sie dir einmal hier in der Infokarte bzw. in der Videobeschreibung. Dort erfährst du, wieso es zu den Beschädigungen kam und wieso Skylab als Projekt fast schon vor dem Aus stand, bevor es richtig losging. Fakt Nummer 7. Um die Arbeit in der Schwerelosigkeit zu üben, wurden die Aufgaben für die Mission stundenlang unter Wasser in einem Wassertank geprobt. Alan Bean zum Beispiel verbrachte ca. 100 Stunden im Wassertank. Fakt Nummer 8. Die Crew von Skylab 3 koppelte mit dem Apollo-Raumschiff am 28. Juli 1973 um 19.37 Uhr am Kopplungsadapter der Station an. Fakt Nummer 9. Auch Skylab 3 verlief alles andere als ohne Probleme, denn das erste Mal trat es bei der NASA auf, dass die gesamte Crew in den ersten paar Tagen unter der Raumkrankheit litt. Zumal niemand vorher als anfällig galt, war dies etwas überraschend. Dadurch geriet die Mission schnell in Zeitverzug. Diesen holte die Mannschaft aber wieder auf, nachdem sie sich recht schnell wieder besser fühlte und erledigte sogar noch mehr Aufgaben als geplant. Aber dazu nochmal später mehr im Video. Fakt Nummer 10. Mit zwei von vier Steuerdüsen, also den RCS-Quads, vom Apollo-Raumschiff gab es ebenfalls ein Problem. So kam es, dass die für Notfälle vorgesehene Skylab-Rescue-Mission vorbereitet wurde. Durchgeführt worden wäre die Mission von Vance Brandt und Don Lind, also zwei von drei Astronauten, die auch der Ersatzmannschaft angehörten. Das Problem manifestierte sich allerdings nicht und das Apollo-Raumschiff konnte mit nur 50% funktionierenden Quads während der Mission gesteuert werden. Fakt Nummer 11. Ein weiteres Problem gab es mit dem Müllschlucker, der nicht zu 100% hermetisch dicht abschloss, wodurch etwas Atmosphäre verloren ging. Schuld daran war ein nicht voll eingerasteter Hebel. Fakt Nummer 12. Am 6. August 1973 wurde die wichtige EVA vorgenommen, den durch Skylab 2 angebrachten provisorischen Sonnenschutz mit einem besseren zu überdecken. Der neue Schutz war 6,6 x 7,2 Meter groß und sorgte dafür, dass die Temperaturen in der Station auf angenehme 22 Grad Celsius sanken. Damit war Skylab mit Blick auf dieses Problem endgültig gerettet. Fakt Nummer 13. Insgesamt fanden drei EVA mit einer Gesamtzeit von knapp 16 Stunden statt, in der die Reparaturen, Experimente und Bergungen der Filmkassetten vom ATM vorgenommen wurden. Fakt Nummer 14. Nachdem die Astronauten ihren Zeitplan aufgrund der kleinen Verzögerung zum Anfang wieder aufholten, wurde die Mannschaft regelrecht mit zusätzlicher Arbeit durch Houston überhäuft. Alan Bean monierte die sehr hohe Arbeitsbelastung während des Fluges. Allerdings verhielten sich die Top
eingespielte Mannschaft sehr professionell und übererfüllte ihre eigentlichen Aufgaben am Ende deutlich. Dies hatte zur Folge, dass dieses hohe Arbeitspensum für die nächste Mission indirekt durch die NASA vorausgesetzt wurde, was zu weiteren Spannungen zwischen Houston und der Skylab 4-Mannschaft führen sollte. Fakt Nummer 15. Am 25. September 1973 dockte das CSM wieder von Skylab ab und brachte die Mannschaft sicher zurück auf die Erde. Skylab 3 wasserte abends gegen 22 Uhr im Pazifik und wurde von der USS New Orleans geborgen. Fakt Nummer 16. Die gesamte Mission dauerte knapp 59 Tage und umkreiste dabei 858 Mal die Erde. Fakt Nummer 17. Skylab 3 war ein absoluter Erfolg. Neben der wichtigen Erweiterung des Sonnenschutzes lieferte die Mannschaft grandiose Arbeit ab und führte sehr viele Experimente durch. Auch Skylab Rescue konnte einen gewissen Ernstfall erproben. Alle Experimente und deren Ergebnisse verlinke ich euch in der Videobeschreibung für die, die gerne mehr wissen wollen. Fakt Nummer 18. Skylab 3 stellte natürlich auch einen neuen Rekord mit der Dauer einer Raumfahrtmission auf, den zuvor Skylab 3 innehatte. Alan Bean luchste seinem Apollo 12-Kollegen Pete Conrad damit auch den Rekord für den Astronauten mit der bis dato meisten Zeit im All ab. Und das war das Faktenvideo zu Skylab 3. Ich bedanke mich wieder dafür, dass du eingeschaltet und zugehört hast. Freue mich natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, dass du mir einen Daumen nach oben da lässt, mir einen Kommentar hinterlässt oder natürlich ein Abo, wenn du es nicht schon getan hast. Und bedanke mich natürlich auch wieder für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.